Hallo ihr Lieben, hier ist die Kati von den Wirbel und Herzies. Auch heute gibt es ein kleines Adventsspecial für euch. Es geht um das Thema Reiter, also um uns. Mir ist es ganz arg wichtig, dass auch wir unser eigenes Körpergefühl schulen, weil nur wenn wir feinfühlig mit unseren Bewegungen umgehen können, können wir auch dies nur fein auf unser Pferd im Sattel übertragen. Hierfür zeige ich euch ein paar kleine Übungen. Viel Spaß dabei! Die Übung 1 befasst sich mit unserem Becken. Das Becken ist die Schlüsselstelle, die uns mit dem Pferd verbindet, wenn wir im Sattel sitzen. Das heißt also, unsere Bewegungen werden auf den Rücken des Pferdes übertragen. In unterschiedlichen Varianten im Schritt, Trab, Galopp, rechts rum, links rum, schneller, langsamer, abfedernder, beschleunigender und so weiter. Dafür brauchen wir ein mobiles, gleichmäßig bewegliches Becken. Schaut her. Wir können das Becken einmal überstrecken in ein Hohlkreuz, am besten auf dem Petsyball. Und wir können das Becken einrollen und schieben den Petsyball leicht nach vorne. Wir schieben das Becken wieder nach hinten, überstrecken es und wir rollen es wieder ein. Wichtig hierbei, eine aufrechte Haltung, die Hände auf den Oberschenkel abliegend, beide Füße stehen stabil auf dem Boden. Eine sehr geradlinige Bewegung. Wir können auch hier einmal die Bewegung nach rechts, das heißt, ich schiebe mein Becken nach rechts, bin etwas kürzer in der linken Rumpfseite und schiebe es nach links. Der häufigste Fehler hierbei ist, dass ihr, wenn ihr es nach rechts schiebt, einknickt. Das sollte nicht geschehen. Ihr bleibt oben schön gerade und stabil und schiebt nur das Becken von rechts nach links mit dem Petsyball sehr einfach. Wir können diese Bewegungen verbinden als ein Kreis. Das heißt, wir rollen das Becken vor, wir rollen es nach rechts, wir rollen es nach hinten, wir rollen es nach links, wir rollen es wieder nach vorne. Wir können das genauso entgegengerichtet kreisen. Viel Spaß dabei! So, die Übung 2 befasst sich hauptsächlich mit unserer Hüftmuskulatur. Wir haben einen Hüftbeuger, der zieht hier vorne drüber. Das ist einer der stärksten Muskeln. Den haben wir fast immer verkürzt, weil wir viel sitzen im Alltag. Ich zeige euch hierfür jetzt eine kleine Dehnung, weil der Hüftbeuger ist wichtig. Der ist für das Becken mit verantwortlich in seiner Beweglichkeit. Ihr steht hier auf der Matte mit einem Fuß aufgestellt, der Fuß ist schön gerade, das andere Bein ist kniend, die Arme sind gestreckt, ihr zieht den Bauchnabel ein wenig nach innen, schiebt und verlagert euer Gewicht vor auf das rechte Bein, sodass sich die linke Hüfte weit streckt, habt immer noch den Bauchnabel leicht eingezogen, und geht wieder zurück. Ihr könnt die Arme mit einsetzen. Ihr schiebt euch vor auf den rechten Fuß, schaut geradeaus, führt beide Arme gestreckt nach oben. Handinnenflächen schauen sich an, die Schultern sind tief. Ihr geht wieder zurück. Ihr könnt es als fließende Bewegung ausführen. Hier darauf achten, dass es sehr langsam ausgeführt wird, um euer Gleichgewicht auch zu schulen, um euer Gefühl für die Bewegungen mit wahrzunehmen. Ihr könnt auch hier einmal in der Dehnung verweilen. Ich würde hier sagen, ihr nehmt die Arme gestreckt zur Seite, um die Schultern ein wenig zu öffnen. Streckt die Finger lang nach außen. Zählt auf die Zähleinheit 20 und löst dann wieder auf. Das Ganze geht natürlich auch auf der anderen Seite. Viel Spaß dabei. So, für die Übung 3 habe ich euch eine Übung auf dem Boden ausgesucht. Sie ist eine Kombinationsübung mit Arm- und Beinbewegungen inklusive des Rumpfes. Wie sie geht, zeige ich euch jetzt.
Für die Übung 3 legt ihr euch einmal gerade auf den Boden, stellt beide Beine hüftbreit an, legt beide Arme gestreckt neben dem Körper, die Schultern sind tief, die Handinnenflächen zeigen zum Körper. Wir rollen unser Becken ein wenig ein, sodass die untere Lendenwirbelsäule auf dem Boden Kontakt aufnimmt. Wir ziehen den Bauchnabel leicht nach innen und führen ein Bein in eine 90-Grad-Winkelposition. Die Zehenspitzen zeigen nach vorne. Wir führen dann beide Arme und das Bein gestreckt zur Decke. Wir ziehen den Fuß ran, nehmen das Bein gestreckt zum Boden und beide Arme gehen gestreckt nach hinten. Ihr achtet darauf, dass der untere Rücken Kontakt zum Boden behält. Führt dann die Zehenspitzen wieder lang und führt Arme und Bein nach oben und die Arme gehen wieder neben den Körper, das Bein etwas über die Mittellinie. Dann den Fuß wieder ranziehen, das Bein gestreckt nach unten führen, die Arme nach hinten. Auch hier, diese Übung sollte sehr langsam ausgeführt werden, damit ihr schön die Dehnung der Beinmuskulatur spürt, damit ihr mögliche Wackler gleich ausgleichen könnt. Aber das Allerwichtigste ist dabei, dass die untere Wirbelsäule auf dem Boden liegen bleibt und der Bauchnabel leicht nach innen gezogen ist. Nach circa 10 Wiederholungen stellen wir unser Bein an, legen die Arme ab und wechseln zum anderen Bein. Eine Variante 2 der Übung ist, ihr führt das Becken wieder oder rollt das Becken leicht ein, zieht den Bauchnabel nach innen, führt ein Bein wieder in die 90-Grad-Position, die Arme gehen gestreckt mit dem Bein zur Decke. Bein macht dieselbe Bewegung wie in der gerade eben gezeigten Übung. Ihr zieht den Fuß ran, führt das Bein gestreckt zum Boden. Und beide Arme gehen öffnend zur Seite, die Unterarme und die Fingerspitzen zeigen zur Decke. Der Fuß wird wieder lang, Arme und Bein strecken zur Decke. Dann den Fuß wieder ranziehen, Bein gestreckt zum Boden, Arme wieder zur Seite. Nach ein paar Wiederholungen gerne hier bleiben, die Unterarme nach hinten klappen, Arme und Bein nicht ablegen, dicht über dem Boden halten. Nach ein paar Zähleinheiten langsam das Bein wieder anstellen, die Arme ablegen, die Spannung lösen, dann Wechsel auf die andere Seite. So, das waren meine 3 Übungen für den heutigen Adventssonntag. Ihr könnt diese immer regelmäßig gerne ausführen. Natürlich sei an dieser Stelle auch gesagt, auch für alle Hundehalter geeignet, nicht nur für unsere Reiter. Ich wünsche euch einen wunderschönen Adventssonntag und viel Freude beim Üben. Tschüss!